Ja, den neuen James-Bond-Film Spectre haben sie, wie bekannt ist, in Sölden gedreht. Und das macht uns natürlich Riesenspaß und Freude, dass das bei uns passiert ist. Ja, es war Daniel Craig als James Bond vor Ort. Es war das Bond-Girl Lea Seydoux vor Ort, dann der David Bautista und natürlich auch Produzenten waren vor Ort, also Barbara Broccoli und Greg Wilson und natürlich Sam Mendes als der bekannte Regisseur und viele, viele andere. Ich bin absolut in freudiger Erwartung natürlich und für mich wird spannend, eben wie diese Drehszenen aus Sölden im Film rüberkommen. Ich meine, Film hat auch mit Kunst zu tun. Es wird nicht alles eins zu eins sein, wie es wir in der Natur sehen oder wie wir es bei den Dreharbeiten erlebt haben. Es gibt ja Computeranimationen, also wir sind schon sehr gespannt oder ich bin sehr gespannt natürlich, wie Sölden zur Wirkung kommt. Und ich hoffe sehr, durch die drei Schauplätze, Ice Cube, 3 S-Bahn, Gletscherstraße und Gletschertunnel, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird. Diese Organisation, wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Sieh dich um, James. Alles, woran du geglaubt hast, ein Trümmerhaufen. Warum bist du hier? Ich bin hier, um dich zu töten. Und ich dachte, du wärst hier, um zu sterben. Tja, alles eine Frage der Perspektive. Ich darf mich bei allen, die an diesem wunderschönen Projekt beteiligt waren, recht, recht herzlich bedanken. Ich muss sagen, unser Team von den Bergbahnen DVB, die haben hervorragend mitgearbeitet und auch die Bevölkerung hat es sehr unaufgeregt zur Erkenntnis genommen. Und man hat wieder gesehen, bei größeren Sachen, wie gut es bei uns in Sölden funktioniert. Also allen noch einmal recht, recht herzliches Danke und freut euch auf diesen Film.